das ist schon ein Knochenjob. Stichwort Oktopus, das kann man ganz schön so sagen, dass man dann so mit drei Armen da steht oder vier auch gefühlt. Bis ich zufriedengestellt bin, muss noch einiges passieren. Auch gehaltstechnisch, ja. Moin, ich bin Niklas, 27 Jahre jung und ich arbeite als Koch im 5-Sterne-Hotel Strandperle. Und zwar genau da. Hallo, komm rein. Meine vier Räume und ja, die Küche. Eigentlich nur ein Durchgang, was heißt nur? Für mich reicht's persönlich, weil kochen tue ich auf Arbeit sowieso genug. Mein Job als Koch ist, würde ich behaupten, sehr stressig, weil es mental und körperlich anstrengend ist. Also du hast sehr viel Stress, du nimmst die Arbeit auch teilweise mit nach Hause. Natürlich ist es in anderen Jobs wahrscheinlich auch so, aber du hast halt immer so dieses, ja, morgen, morgen, morgen und die Feiertage und Menüs planen. Und ja, das ist sehr viel, was da in die Karten spielt. Also es ist nicht nur das Kochen tatsächlich. Was sei für Brise hier, oder? Aber ich finde, genau das finde ich halt schön. Hallo. Hallo. Moin. 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 Jetzt heißt es erstmal Arbeitsplatz aufbauen. Hier haben wir so ein Putzmittel oben. Das packen wir einfach so an, so einen Scoop da rein. Vermischen das mit Wasser und dann haben wir cleane Oberflächen. Genau, da braucht man jetzt keine Gedanken sich machen, ob das vielleicht auf die Hände geht oder ob das halt... Als erstes eine Cremesuppe Hokkaido, danach zwei Schollen Möllerin, beide mit Bratkartoffeln, 200 Schollen Filet Chahörn, auch Bratkartoffeln. Okay. Für mich heißt das so viel wie viermal Bratkartoffeln anstatt Kartoffelsalat und einmal eine Hokkaido-Suppe. Ich bin verantwortlich für die Gemüsebeilagen, die Sättigungsbeilagen und auch für jegliche Suppen aller Art. Genau, das ist jetzt für mittags. Mittags haben wir auch eine Karte und die geht bis, lass mich lügen, 14:30 Uhr. Ja. Also wenn man ehrlich zueinander ist, dann kann man sagen, okay, das raubt einem so ein bisschen die Vorbereitungszeit. Dann hast du es halt schwer, nebenbei noch die Vorbereitung für heute Abend zu machen. Ne? Vor allem, wenn du dann eventuell noch alleine bist, im schlimmsten Fall. Meatballs mit Marinara Sauce, Sweet and Sour Pork mit serviert mit Ananas, Chicken and Waffles, French Toast, Pancakes, keine Verpflege in der Street, sondern Handshake. Genau. Aber jetzt packen wir erstmal ein paar Bratkartoffeln hier rein. So. Geht neu, drei Amüsköl, danach zwei Wiener Schnitzel, eine Entenbrust. Ja. Die Entenbrust mit Bratkartoffeln, Wiener Schnitzel, ein Salat ohne Dressing. Ja, ja. Und einmal mit Kartoffeln nach dem Aufplatz. Kein Highspeed-Internet, ich bin gedrosselt. Ich esse Butter-Chicken, Bitch, ich kann jetzt kochen. Jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir uns gerade mal kurz entspannen und schauen, was wir alles für heute Abend gucken, dass auch alle Herdplatten aus sind. Das Frühstück ist immer mit drin und die Gäste können dann noch das Halbpensionsmenü dazu buchen. Das variiert halt immer aus vier unterschiedlichen Kategorien. Also heute gibt es Salatbuffet, Vitello Tonnato, genau, asiatisches Fischragu, Backgemüse, gemischter Reis, Zwiebelrostbraten, Pommes, mit Wurzelgemüse, geschwenkte Bandung mit Thymian, Champignonrahmen und dazu raffinierte Ofentomaten. Ja, genau, deswegen, ich schreibe jetzt nochmal alles auf einer Liste. Das sind die Sachen, die wir jetzt gleich alle zu tun haben. Wokgemüse steht drauf, das müssen wir produzieren, das ist fürs zweite Menü, gemischter Reis. Da haben wir noch Wildreis im Kühlhaus, meine ich. Müssen wir noch Reis eventuell dazu kochen, das dann einmal vermengen, ein bisschen Butter dabei, dann in Timbalform abfüllen. Glasiertes Wurzelgemüse müssen wir einfach Gemüse putzen, zurechtschneiden, turnieren heißt es. Und genau, Kartoffelstampf machen, gegebenenfalls Kartoffeln kochen, mehlig kochende für Kartoffelstampf. Kartoffelchips, vorwiegend festkochende nehmen oder festkochende sogar am besten sogar noch. Bandnudeln, genau, schauen, ob welche da sind. Champignons müssen wir schneiden, da müssen wir einen Rahmen machen. Das einmal abbinden, die Champignons rein. Genau, Thymian, den zupfen wir einfach später ab und schmeißen ihn dann in die Soße rein. Und ja, genau, die Ofentomaten. Oh. Whirlpool. Ich würde sagen, die ist aufgekocht. Also wenn du alles nacheinander machst, dann kommst du da zeittechnisch, glaube ich, nicht,
nicht bei rum. Ja, das ist halt, glaube ich, die Kunst, die es dann auch am Ende des Tages ausmacht, dass man halt viele Sachen gleichzeitig gut macht. So, ich hole jetzt noch Petersilie. Die müssen wir noch hacken für den Posten. Und Thymian. Das müssen wir gleich noch in die Soße reinmachen von dem, oder von der Thymian-Rahmsoße. Und wenn ich den da habe, dann kümmere ich mich kurz um die Tomaten. Und bis gleich. Feiertage sind für mich eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Also das klingt jetzt vielleicht übel, aber man ist es einfach gewohnt. Man ist gewohnt, an Feiertagen zu arbeiten. Und ich bekomme auch jetzt hier in meiner Position Feiertags- und Sonntagszuschläge. Und deswegen habe ich noch weniger Schmerz, wenn ich, sage ich mal, feiertags oder sonntags arbeiten muss. Und das sieht jetzt sehr fest aus, aber wenn wir das später erhitzen, dann ist es gar nicht mehr so fest. Oh, lecker. Wollt ihr probieren? Ich sehe doch schon das Grinsen. Und? Ja. Schmeckt's gut. Rohrgemüse haben wir, gemischten Reis haben wir, glasiertes Wurzelgemüse haben wir. Kartoffelstampf haben wir, geschwenkte Bandnudeln haben wir da, Thymian Champignon-Rahmen haben wir da, gratinierte Ofentomaten sind gratiniert oder schon verbrannt. Lass mal schauen. Nö, gehen klar. Sehr gut. Können wir auch rausnehmen. Und ja, dann haben wir alles. Zumindest für HP. A la carte, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie die Sitzverteilung ist, ob jetzt gleich alle auf einmal kommen, weil dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr so frei reden wie jetzt, weil ich mir dann Sachen mehr merken muss. Ja, Weißwein. Am stressigsten ist es, wenn tatsächlich alle auf einmal kommen, dann wird es gemütlich auf den Herdplatten, weil du, Stichwort Oktopus, dann mit 8 Armen gefühlt am Posten stehst und sehr viel ja, parallel machen musst. Wie lange brauchst du noch? Kannst anfangen. Ja. Zack. Ein Sauerbraten en place, eine kleine 3. Ja. Ein Sauerbraten. Das ist dann irgendwann so, dieser Automatismus. Dann macht man nur noch. Die beiden Vieren, die 1 können wir schicken, oder? Es ist schon mal ein Essen zurückgegangen, sogar noch gar nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Das war jetzt vor einer Woche. Dann waren die Gäste so außer sich, weil sie meinten, das wäre überhaupt nicht abgeschmeckt gewesen, wo ich mir dachte, hä? Aber okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Und ja, man nimmt es sich natürlich so ein bisschen zu Herzen, aber ich sag mal, wenn man 80 Essen hier am Abend hat oder 90 oder 100 oder auch mehr und sich dann ein Gast beschwert, dann ist die Quote, glaube ich, trotzdem noch weiterhin sehr gut. Halleluja. Ja, ich muss mal kurz ins Kühlhaus. Zop, zop, ab. Brauche ich kurz noch? Ja, gib mir 2. Okay. Ist das okay? Ja. Ich hab's vielleicht anbrennen lassen. Aber nur vielleicht. Ja. Im Herzen ja, auf dem Papier weiß ich es noch nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, weil das ist schon ein Knochenjob. Und da muss man dann am Ende des Tages für sich entscheiden, ob man das sein Leben lang machen möchte oder nicht. Und Stand jetzt würde ich es machen, aber ich würde es nicht in Stein meißeln. Jetzt steht eigentlich nur noch Saubermachen an. Ja, wenn das Geschäft durch ist, dann herrscht eigentlich wieder ein lockerer Ton in der Küche. Dann haben sich alle wieder lieb und dann quatscht man, schnackt man. Was gibt's Neues? Was hat man erlebt und sowas? Ne? Also quasi so dieser die zweite Familie. So, ist das auch wieder crispy clean? Ich verdiene brutto 2.700 Euro mit Sonn- und Feiertagszuschlägen so im Durchschnitt 2.790 Euro und das sind unterm Strich dann netto 1.930. Ich bin sehr ehrgeizig. Für mich
gibt es immer noch einen Schritt weiter. Bis ich zufriedengestellt bin, muss noch einiges passieren. Also auch gehaltstechnisch, denkst du? Auch gehaltstechnisch, ja. Auf Trinkgeld würde ich mich so nicht verlassen, weil das halt auch immer schwankt. Freu dich einfach über das, was du kriegst. Wenn es 70 Euro sind, freust du dich über 70 Euro. Wenn es 200 Euro sind, über 200 Euro. Und wenn es 500 Euro sind, dann freust du dich über 500 Euro. Heute lief gut. Also ich könnte jetzt nichts bemängeln. Bis auf, dass ich einmal den Rotkohl anbrennen lassen habe. War eigentlich alles, doch, war alles gut. Für mich lohnt es sich definitiv. Ich habe Spaß bei der Arbeit, das Team passt. Der Arbeitsweg ist sehr entspannt und ich verdiene gutes Geld und muss jetzt nicht irgendwie am Hungertuch nagen. Ja, und das ist das, was für mich zählt. Sag ich mal danke fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ich euch heute ein paar charmante Einblicke in mein Berufsleben. So, Lieben, ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar charmante Einblicke. Leck mich fett, Junge, ne? Das ist ja so schrecklich. So, Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch heute ein paar charmante Einblicke in mein Berufsfeld geben konnte. Und hier findet ihr noch die Moneymaker-Doku in der ARD-Mediathek. Und hier findet ihr noch weitere Folgen zu Lohnt sich das.